Hallihallo, ihr kleinen süßen Zuckerblümchen, it's me Marvin and I'm back, back, back again. Ich habe gerade realisiert, wow, ist halt sehr, I know, dass das letzte Mal ist, dass ich mein Gesicht so geschminkt in Make-up sehe, because I'm taking it off now. Dann habe ich die Besprechung, dann ist die OP und dann werde ich nie mehr so aussehen in Make-up. So you better take a close look. Because von morgen an, different face, honey. Und yes, she is dying, honey. They ask you how you are and you just have to say that you're fine. Klunk, klunk, klunk. Wir sind jetzt vor der Klinik. Man sieht actually noch nichts. Sie bekommt gleich, wow, tolles Wetter. Eine Top-Aufnahme, wie wir in die Doro-Klinik laufen. Because jetzt ist the actual dritte Vorgespräch eigentlich, also der Vorgespräch vor der OP, ein Abend vorher. Period. Dann nehme ich mit. Miss Legend ist of course dabei. Sie ist gorgeous in Make-up. Look at her. Mit ihren neuen Lipglosses. Komm, zeig kurz. Ich habe es bei Cosmetics 12 verschiedene Farben mit 12 verschiedenen Männern. Die müsst ihr alle anschauen, sind geil. Sie begleitet mich jetzt. Period. Und wir gehen jetzt rein. Ja. I'm a little bit nervous. Auch wenn ich schon zweimal das Vorgespräch hatte. Ja, aber heute ist anders, weil du wirst hier schlafen. Das ist korrekt. Dann hat die Doro-Klinik. Komm, wir geben einen kleinen Walk. Guck sie an. Oh mein Gott. She is excited. Und jetzt machen wir so coole Drohnenaufnahmen von Andreas. Für die Klinik irgendwas. Komm. Guten Tag, mein Name ist Dr. Funk. Ich bin der Chefarzt von der Klinik Dr. Funk in München und wir sind spezialisiert für die sogenannten Transgender-Operationen, also von Mann zu Frau und Frau zu Mann, hauptsächlich im Gesicht. Das ist ein ganz intensives chirurgisches Thema, was heute natürlich Tagespräsenz hat. Ich bin Dr. Mario Holdenried, Chefarzt für plastische Chirurgie in der Doro-Klinik in Waldshut-Tingen. Mein Spezialgebiet umfasst die gesamte ästhetische Chirurgie des Körpers, insbesondere hier vor allem die Gesichtschirurgie. Seit einigen Jahren habe ich bei Dr. Funk aus München die besondere Technik des Bresto-Liftings gelernt, welche ich heute sehr erfolgreich hier in der Doro-Klinik einsetzen kann. So, lieber Marvin, schön, dass wir uns jetzt heute gefunden haben. Jetzt sag mir noch einmal ganz kurz, warum wir jetzt diese Operation machen. Also wir machen die Operation, weil ich mir wünsche, ein bisschen mein Inneres mehr auch in mein Äußeres zu bringen. Und ich identifiziere mich als non-binär, das heißt weder Mann noch als Frau. Und für mich ist halt irgendwie wichtig, dass ich mich in meinem Körper wohlfühle, of course. Und ich weiß, dass du Spezialist bist, auch in diesem Bereich, nicht nur für Facelift an sich, sondern auch was einfach Transitioning angeht und Transgender Personen. Und ich wünsche mir halt, dass meine Augenpartie an sich ein bisschen weicher ist. Ich möchte halt gerne, dadurch, dass ich mich als weder noch identifiziere, möchte ich nicht ein komplett weiches Gesicht haben, was super soft ist, aber auch nicht so das super harte, sondern gerne die Mischung. Mhm. Und für mich ist halt meine Augenpartie so der Bereich, wo ich mir wünsche, dass einfach die Augenbrauen höher sind und der Knochen hinten, der sehr weit unten ist und auf der einen Seite mehr als auf der anderen, halt einfach ein bisschen ausgeglichen wird, ein bisschen offener ist, ein bisschen weicher oben in der Partie. Mhm. Und zum Beispiel meine Nase ist jetzt, wenn man nach diesen Stereotypen geht mit Frau und Mann, wie es aussieht, würde man wahrscheinlich dann sagen, die Nase machen wir auch noch irgendwie ein bisschen sanfter oder so. Aber zum Beispiel die gefällt mir gut, mit ein bisschen Filler hier oben. Aber meine Augen liegen mir halt einfach ein bisschen zu tief, ist mir so zu hart. Gerade wenn ich mich schminke, dann merke ich halt, dass es sehr drückt. Ich habe nicht wirklich Platz für Wimpern oder irgendwas. Und ich merke halt, wenn ich so anhebe und hochziehe oder halt so tape halt, mit Perücken genau, und so. Das ist genau der Punkt. Nämlich, dass das halt weicher ist. Das, weil die Augenbraue ist immer so die Stimme der Stirn. Ja? Mhm. Also wenn du jetzt hingehst und jetzt die Augenbraue etwas höher nimmst, dann hast du eigentlich genau das, was du willst. Auf der einen Seite so ein bisschen touchmännlich, aber auf der anderen Seite das Weichere, Rundere. Und wie du gesagt hast, du willst ja auch hinten die Augenbraue etwas höher haben, so ein bisschen Foxy Eyes in dem Sinn. Offen. Und dann der letzte Block soll dann doch noch einen kleinen Schwing nach unten haben, damit es einen sauberen Schwung hat insgesamt. Genau. Aber eher von der männlichen Seite her rausnehmen, sondern mehr in die weibliche Struktur. Und das andere Männliche hast du ja sowieso, auch die etwas tiefer liegenden Augen, die wir jetzt nicht angehen wollen, sondern wir wollen jetzt die Orbiter, das heißt also dieser Knochen, wollen wir jetzt etwas rausnehmen, etwas ausrunden, damit sie dann eben dann so gebaut ist in der Offenheit wie bei einer Frau. Was noch dazu kommt, ist natürlich dann auch der Haaransatz. Sollte nach vorne verlagert werden. Bring ihn ganz genau runter, wie du kannst. Genau. Ja, das wird schon einiges passieren. Also wir werden schon hier von dem oberen Anteil werden ca. 2 cm nach vorne verlagert werden. Hier unten werden ungefähr so 1,5 cm nach oben verlagert werden. Und wir haben dann so um die 3,5 bis 4 cm, die wir wirklich an Hautüberschuss da oben werden. An der Stirn quasi. Wir können danach so in der Operation mal ein Foto machen.
damit du siehst, wie viel da auch wirklich weggekommen wird. Das Bild zeige ich erst dir und dann sagst du mir, ob ich mir das angucken kann oder ob ich umkippe. Nein. Sie wird es ausdrucken und in ihre Wohnung hängen wahrscheinlich. Ja. Und dann, of course, mein Gesicht. Ich liebe halt so, wenn es wirklich eine glatte Ebenfläche ist, einfach weil ich mich gerne schminke und weil ich gerne Make-up drauf mache und für mich mein Gesicht auch meine Leinwand ist für meine Kunst und ich halt hier so ein bisschen diese Falten habe, wo ich sage, komm, hilf mir, mach das einfach klack glatt für mich. Du hast jetzt natürlich etwas abgenommen, das ist eine Sache, dafür hast du auch jetzt einen relativ großen Hautüberschuss und der ganze Mittelgesichtsblock, also dieser malere Fettpad, der hier sitzt, der ist auch ein bisschen aus seiner Verankerung etwas rausgelöst. Und den bringen wir wieder zurück, damit der Bogen hier sauber kommt. Auch die Nasolabialfalte etwas abgeflachter ist. Und das wird dann nachher richtig schön so in eine Funktion wieder dahinter reingeführt, dass es nicht offensichtlich ist. Die Narben sind am Anfang leicht sichtbar. Ja. Nachher hier vorne, das wird überhaupt nicht sichtbar sein. Da oben, wenn du etwas, nur ein bisschen längere Haare hast, nur ganz kleines bisschen, sieht man es auch schon nicht. Und hier oben hast du ja dann doch die Haare, die über den Haaransatz drüber gehen, also von daher wirst du es nicht sehen. Und dann sehen. Transplantiert. Ganz genau. Irgendwann. Und das wird dann eben dann nochmal so eine richtige schöne Abrundung werden. Super. Also nochmal Fakt, weicher im Gesicht, aber auch nicht wiederum so weich, dass es nach Frau schreit, sondern es soll leicht weiblich sein, mit deiner dominanten oder dominierenderen Nase, das ist eine schöne Nase, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber so eine Mischung, dass du halt jetzt nicht klar binär Mann-Frau, sondern du bist dazwischen. Ja. Das soll eigentlich so unser Werkstoff sein. Ja. Ja? Deswegen, ich habe auch schon meine Bilder vorbereitet. Zeige ich dir, wo du alles siehst, wie ich gerne hätte. Sehr schön. Und dann morgen früh. Wie lange dauert die OP? Was denkst du so? So ungefähr 3,5 bis 4 Stunden. Das wirst du super machen, ich freue mich. Das wird sehr schön. Vor allen Dingen diese Kombination, und das ist ja noch ein bisschen dann auch die Herausforderung, jetzt nicht nur knallhart weiblich oder knallhart männlich, sondern es soll halt jetzt so dieses Spiel dazwischen sein. Wunderbar. Mario ist auch noch da, genau. Um mitzuhelfen. Das heißt, eben, ihr werdet das gut machen. Nein, wir werden das schön in der Kombination machen. Du wirst sehen, du wirst hier sehr zufrieden sein. Ich freue mich. Schön. Perfekt. Na gut. Das ist also ich nehme komplett, ich nehme das jetzt Haut, was er jetzt in der Hand hat. Das ist Haut. Das wird sowieso weg. Ja. Ja, klar, er hat abgenommen. 10 Kilo oder was? Siehst du? Das ist immer so der. Und das bekomme ich hin. Jetzt guck nochmal von der Seite. Ja. Bei der Augenbraue vom Winkel her, weil du gehst ja hier an der Seite so hoch, ne? Genau. Siehst ja dann so super gerade jetzt, wenn ich das und so halten auch würde. Als ne? Foxy ein bisschen nach oben ausgestellt. Ich hätte gern, dass sie später so wäre. Also nicht so ganz gerade, sondern dass sie so ein Ticken. Das wäre auch die natürliche Form. Genau, also ich möchte nicht, dass sie so ganz gerade ist. Das ist deine Seite, wo die Augenbraue etwas tiefer sitzt. Das muss auf jeden Fall, muss das die richtige Höhe haben. Es kann sein, dass nach hier, weil das Auge, das ist das Komische, also das ist das, was heißt komisch, das ist halt eben so. Und das kann ich nicht ändern. Dieses Auge sitzt höher und dieses Auge sitzt tiefer. Guck, so, und du versuchst es momentan so ein bisschen mit der Lage deiner, du machst es dann so. Und damit ist es dann quasi wieder relativ ähnlich. Aber wenn du es jetzt so machst, ist das Auge höher und das Auge tiefer. Ein bisschen tiefer, ja. Aber dafür ist die Augenbraue tiefer als die. Es kann sein, dass nachher die Augenbraue ein Touch tiefer ist als die. Warum? Es geht auch um diese Linie hier. Weil der Raum, der hier dazwischen ist, ist bei dem höher liegenden Auge, wenn ich das tiefer lasse, kleiner. Also muss ich das ein bisschen höher setzen, um den Raum da innen drin auch gleich zu haben. Dann ist aber automatisch, wenn ich das dann aber zu hoch mache, ist der Raum wieder zu groß. Aber das ist ja auch die Natürlichkeit des Gesichtes bei dem Auge. Das ist leicht mehr katzig und das ist ein bisschen mehr gerade. Und das kann man leider nicht ändern. Das ist leider so. Ja? Was hat das mit dem Orbiter Boden zu tun? Das hat nichts mit dem Orbiter Dach zu tun. Das ist so spannend, mit dir zu reden. Ich liebe das. Jeder hat ein längeres Gesicht. Und das ist zum Beispiel dein schmaleres Gesicht und das ist dein längeres Gesicht. Ja, und auch dein breiteres Gesicht, diese Seite. Das ist immer so. Ja, wir sind ja zusammengesetzte Wesen. Wir fangen mit einem Ei an und dann irgendwann kommt 2, 3, 4. Das Gefühl, du hast mich gut angeguckt. Hast du... Ja, ich muss ja.
Ja, da musst du leider durch. Ich muss ja. Wir haben ja vor allen Dingen auch hier turmierige Gespräche gehabt. Hast du das Gefühl, du weißt jetzt, was ich will, genauso was ist du machen musst? Ich weiß auf jeden Fall, was du heute willst. Was du morgen willst, weiß ich natürlich nicht. Wer weiß das schon. Ich komme wieder, ich suche dein anderes Gesicht. Du hast wirklich, das sind 10 Kilo, kriege ich morgen ein paar neue Schuhe. Eine Tasche. Klump. Ich befinde mich jetzt auf meinem Zimmer und ich habe hier schon ganz süß so ein kleines Welcome-Präsent bekommen. Very sweet, mit Blümchen. Es ist jetzt gerade kurz vor 11. Ich freue mich jetzt voll auf die OP, um ehrlich zu sein. Sind wirklich so 97% einfach nur so Freude und Excitement, weil ich sie eigentlich letztes Jahr schon machen wollte und sie aufgrund meines gesundheitlichen Zustands dann halt verschoben habe. Ja, die restlichen 3% sind so ein bisschen Nervosität, weil man halt trotzdem irgendwo halt super viel Power halt abgibt an eine andere Person, gerade was das Aussehen betrifft, und es ist mein Gesicht. Ja, bitte. Und... Hallo, wie geht's dir? Hallo, Mama. I'm so excited. Look who's here. Oh. Oh, what is this? Is that a chicken? Oh, your camera. Mein Gott, ich kann's kaum abwarten. Mein Gott, ich freue mich so. Ich habe den ganzen Tag an dich gedacht, weil ich wusste, dass du ins Krankenhaus gehst und ich weiß... It's not a Krankenhaus, honey. It's the Doro Clinic, baby. It's luxury. Look at my flowers that I got. Do you want to see the bathroom, honey? Here at Doro Clinic, you get all the luxury, honey. Look at the bathroom, honey. What the fuck? Yeah. This is what you get, honey. Willst du baden? You're single, right? I just wanted to make sure. Not you saying Krankenhaus, ich bitte dich. Wie heißt das? Wie nennt man das? Die Doro-Klinik. Ich blende es gerne dir hier unten ein im Video, so you can have a good visit. Also in actually 9 ja. Stunden. Ist das soweit? Plump fühle mich voll gut, weil man merkt halt einfach, dass der Dr. Funk halt wirklich versteht, weißt du, was ich fühle und wie ich das überhaupt sehe, was ich gemacht haben will. Und ja. Es ist nicht so, ist einfach, der irgendwie so sein Ding macht und irgendwie weiß, was er bei anderen schön findet, macht es einfach, sondern halt auch verstanden hat, dass ich irgendwie so die härteren Aspekte in meinem Gesicht nicht komplett verlieren will und nicht einfach eine komplette Face-Feminization haben will und alles weich und alles super soft, sondern halt einfach nur so bestimmte Parts und so. Und einfach während ich das erzählt habe, wie er mich so anguckt, ich merke so, dass er es einfach checkt. The day is finally here. The day has come. Ich kann nicht. Ich muss mich jetzt schlafen legen. Es ist 12:30. Ich habe super viel mit meinen Geliebten gesprochen, gefacetimed, geschrieben und jetzt wird es Zeit zu schlafen. It's time to get some rest. Ich freue mich so. Period. So lange auf diesen Tag gewartet. Und jetzt ist es endlich soweit. Geil, bis gleich. Guten Morgen. Oh, what is this? Die Sonne ist gerade aufgegangen. Ah, vielleicht sollte ich rauszoomen. Die Sonne ist aufgegangen, es ist jetzt 7:30 und genau in einer Stunde werde ich operiert. In 15 Minuten werde ich abgeholt. We all know everything will be great and good. Und ihr bekommt jetzt wahrscheinlich ein paar Szenen bei der OP-Saal und dann bin ich swollen back. Disbelief actually completely. Du schickst mich in den Schlaf, so sieht's aus. OP war 5 Stunden, 5,5. 5 bis 5,5 Stunden. Wow, they did the most. Jetzt muss ich erstmal let a bitch rest and sleep. Freust du dich schon aufs Ergebnis? Ich freue mich so aufs Ergebnis. Mein Gott. Beste Leben, actually.